Leute, es gibt neue geleakte Fähigkeiten für das Lifeline Rework. Vor wenigen Tagen habe ich erst darüber gesprochen. Dataminer haben neue Fähigkeiten entdeckt und dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es nicht die Uplink-Fähigkeiten werden. Vor wenigen Tagen, wie gesagt, habe ich darüber gesprochen, dass bestimmte Dataminer davon ausgehen, dass Uplink, eine lange, lange geleakte Legende, doch nicht ins Spiel findet und Lifeline die kompletten Fähigkeiten übernimmt. Die Theorie ist da, die war da, die bleibt wahrscheinlich auch noch eine Weile, aber ich glaube nicht daran, dass das so passieren wird. Denn die Fähigkeiten, die ich jetzt habe, die klingen einfach plausibler für Lifeline und ich würde mich auch freuen, wenn es so kommt. Die Passive soll unverändert bleiben, die Heildrohne bleibt mehr oder minder mit einem guten Upgrade bestehen. Sie kann jetzt Teammates verfolgen, kennen wir als Perk aus der mobilen Version. Ich habe auch schon davon gehört, angeblich noch eine zweite, wahrscheinlich eine statische Drohne für dich selber und noch eine zweite, die dich verfolgt oder so, aber ich glaube eher, es bleibt nur eine. Abzusehen ist hier, wenn du gerade zeitgleich das gesamte Squad heilst, wenn auf einmal alle drei irgendwie wegrennen, wen verfolgt die Drohne? Oder du heilst dich, einer rennt weg und auf einmal verschwindet die Drohne mit dem Teammate, der gerade wegrennt. Da müssen wir mal sehen, wie genau das gelöst wird. Da wird es aber sicherlich eine positive Lösung geben. Und die ultimative Fähigkeit wird hier beschrieben mit Reversed Ult von Horizon, quasi das Gegenteil. Das ist ein bisschen konfus beschrieben. Wir können aber davon ausgehen, ich habe schon Gameplay gesehen, das hat so einen Spielefreak, der halt in diesen Modded Apex Legends Versions hat er diese Fähigkeit mal reingepatcht. Und es soll so sein, dass du die Lifeline-Drohne als ultimative Fähigkeit werfen kannst in die Gegner. Die docken sich dann ebenfalls an alle Gegner, die in einem Wirkungsbereich sind und entziehen Lebenspunkte. Und das finde ich richtig geil. Und du kannst dich so schnell nicht davon lösen. Wenn du jetzt quasi einen Meter neben dieser Drohne stehst, dann musst du erst eine bestimmte Distanz von dieser Drohne wegrennen, bis die sich von dir löst. Ähnlich wie, oder nicht nur ähnlich, sondern genauso wie es jetzt aktuell bei der Lifeline-Drohne ist. Was weiß ich glaube, es könnten so um die 7-8 Meter Range sein, bis du dich von diesem Schlauch löst und keine Energie mehr abgezogen bekommst. Das heißt, Lifeline ist auf jeden Fall mittlerweile dann eine Mischung aus einer guten Support-Legende und die ultimative Fähigkeit, die nochmal ein bisschen reinknallt in die Gegner. Also eine Mischung aus Angreifen und Support-Legende finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Viele von den Lifeline-Mains, die letzten Videos über das Rework oder das eine Video über das Rework gesehen haben, haben auch kommentiert, ja, die ultimative Fähigkeit, die könnte schon tatsächlich überarbeitet werden. Habe ich auch Nachrichten auf Instagram und so weiter bekommen. Die meisten sind sich da relativ einig. Da kann schon mal ein bisschen was passieren, auch wenn ich weiß, dass die meisten von euch als Lifeline-Main sich eher das Revive-Schild wieder wünschen würden. Was ich wirklich sehr, sehr begrüßen würde, weil das wirklich eine sehr, sehr starke Fähigkeit war. Es bleibt abzuwarten, was passiert. Ich denke, in den nächsten Monaten werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was davon hören. Aber der Dataminer hier verspricht, das ist mehr oder minder erstmal die letzte Bearbeitung der geleakten Fähigkeiten und so schnell wird wohl scheinbar nichts passieren. Wir warten mal ab, was noch kommt, aber ich werde euch weiterhin mit Apex Legends News füttern, auch wenn es um Lifeline Rework Geschichten geht. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.